Herzlich willkommen zurück. Ich habe hier meinen nächsten Gast, Felix Hammes. Du hast gerade dein erstes Einzel gespielt, hast auch in zwei Sätzen gewonnen, bist also gut gestartet. Dennoch war der erste Satz etwas holprig, würde ich sagen. Was war los? Ja, also von Grund auf mein Gegner Kevin Feibicke, er spielt erstmal sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, anders als die meisten Einzelspieler. Er ist sehr groß, hat sehr lange Arme, kann dadurch von hinten sehr, sehr steile Winkel spielen. Und das macht für mich vom Spielaufbau erstmal schwer, weil ich halt nicht mein typisches Einzel spielen kann. Des Weiteren waren seine Annahmen, habe ich sehr viele Probleme gehabt, weil sie doch sehr, sehr schnell in den Midcourt gezogen waren. Und wie gesagt, das war halt auch erstmal anders und darauf musste ich mich erstmal einstellen und habe zum Glück den ersten Satz dann auch noch umgekriegt. Genau, dann der zweite Satz hast du dann deutlicher gewonnen. Da kamst du dann besser mit ihm zurecht oder was hast du verändert? Ja, also ich erstmal wurde ich lockerer, einfach da ich im Spiel jetzt einigermaßen drin war. Und ich wusste jetzt auch, wie er eigentlich spielen will. Na klar wird er immer wieder was umstellen, aber so von der Grundidee war es mir bewusst, dass ich mich auch in der Mitte einfach ein bisschen weiter nach vorne orientieren musste. Nach meinem Aufschlag eher die Seiten etwas decken musste, weil er doch sehr, sehr schnell in seitlichen Bereichen spielt. Und ja, ich habe ihn dann auch zu Fehlern gezwungen. Zweitens war er auch etwas unsicherer als im ersten Satz, hat viel mehr Fehler gemacht. Das hat natürlich mir dann auch am Ende geholfen, den Satz dann doch souverän zu gewinnen. Ja, das freut uns natürlich. Jetzt als nächster Gegner steht dein Doppelpartner Christopher Klauer aus. Ihr müsst heute noch zusammen Doppel spielen, aber jetzt erstmal gegeneinander Einzel. Ihr habt schon öfters gegeneinander gespielt. Wie bereitest du dich auf das Spiel vor? Ja, also mental ist es erstmal eine schwierige Aufgabe, einfach weil er ein sehr guter Freund ist, unter anderem auch mein Doppelpartner. Und da ist die Situation auch erstmal anders als bei anderen Einzelgegnern. Dennoch, ich bin auf einer deutschen Meisterschaft. Ich möchte um den Titel mitkämpfen. Ich werde alles dafür geben, dass ich dieses Spiel gewinne. Und ja, dann gucke ich, was rauskommt. Ja, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Genau, das war's dann auch schon mit dem Interview. Vielen Dank für deine Zeit. Wir werden Felix nach dem Spiel auch nochmal interviewen. Ja, und wir melden uns dann zurück. Ciao.